Unboxing und Aufbau Moses 4.2. Wir gucken uns als erstes an, was hier alles in dem Karton ist, wie der Karton aussieht und bauen die Pfeife einmal komplett zusammen. Auf der einen Seite vom Karton sehen wir schon mal eine schöne Abbildung von der Pfeife. Oben haben wir noch eine Grafik mit Sphere. Auf der Rückseite haben wir so gut wie nichts. Da stehen nur noch ein paar Daten zu der Mose GmbH und auf der anderen Seite haben wir nochmal eine Abbildung von der Sphere. Und dann würde ich sagen, fangen wir auch direkt an. Wir machen den Karton einmal auf. Hier haben wir zwei Pakete. Einmal haben wir auf dieser Seite hier die Bowl. Die Standard-Steckbowl von der Sphere hat sich geändert. Das war ja bei der ersten eine sehr, sehr ausgefallene Bowl. Viele Leute mochten sie, andere Leute hassen sie. Das gefällt mir deutlich besser. Wir haben ein kleines Bläschen hier und unten noch ein kleines Bläschen, aber nichts, was irgendwie sehr, sehr schrecklich wäre für eine Standard-Bowl, die mit dem Lieferumfang ist. Wenn wir hier den einen Karton rausnehmen, sehen wir, dass wir unten sehr, sehr viel Schonmaterial in dem Karton drin haben. Dann können wir den Hauptkarton zur Seite packen und dann haben wir hier das Herzstück und zwar die Pfeife an sich, alles abgesehen von der Bowl. Das können wir hier einfach hochheben, ein bisschen schütteln wie beim iPhone, ne? Die Vorfreude steigt, je mehr man hier dran schüttelt und irgendwann haben wir den Karton ab. Dann haben wir hier einen Flyer, auf der einen Seite Moses 4.2 und auf der anderen noch ein paar Produkthinweise. Dann haben wir hier als erstes den Teller in der Packung. Der hat sich deutlich verändert, hat jetzt eine extrem coole Optik, wie ich finde. Sehr, sehr geil, hier mit dem ganzen Mondverlauf, dann in der Mitte noch so ein paar Details und außenrum nochmal den Sphere-Schriftzug und natürlich hier auch noch das Mose-Logo mit eingearbeitet. Sieht auf jeden Fall sehr geil aus. Wir haben hier so eine matt-schwarze Pulverbeschichtung drauf. Das sieht sehr geil aus. Ich würde euch nicht empfehlen, da Kohle drauf zu legen. Kann sein, dass der Teller das ab kann. Wenn ihr dann Flecken drauf habt, ist aber scheiße. Deswegen lieber Kohle in den Kohlekorb, nicht auf den Teller. Wenn wir den beiseite legen und hier das nächste Stück abnehmen, sehen wir als erstes, dass wir zwei verschiedene Dichtungen haben. Es gibt ja auch schon das Mose Perfect Fit Set und hier auf den Dichtungen selbst sehen wir auch nochmal, dass da drauf steht Size 1 und Size 2. Wir haben eine etwas dickere Dichtung und eine etwas schmalere Dichtung. Je nachdem, wie die Bowl ausfällt, könnt ihr also die passende Dichtung benutzen. Die legen wir aber erstmal zur Seite. Im nächsten Tütchen haben wir ein paar Ersatzdichtringe und Kugeln. Die brauchen wir dann noch für die Base. Hier sind die Spikes, die dann noch an die Kugel geschraubt werden, beziehungsweise das Sleeve über und unterhalb der Kugel für den klassischen Sphere-Look. Wir haben einen abschraubbaren Diffusor, der unten auch noch offen ist und zwar schön offen, sodass der Tabak, der runterfällt durch das Tauchrohr, auch unten wieder rauskommt und nicht irgendwann unseren Diffusor verstopft. Sehr, sehr wichtig. Machen wir weiter mit der Base. Die ist schwarz und man würde erst denken, es ist eine Pom-Base, aber es ist keine Pom-Base, es ist Metall. Und wenn man die hier rausnimmt, die hat ordentlich Gewicht und eine sehr, sehr coole Form, wie ich finde. Hier in die Löcher müssen dann noch die Kugeln rein. Die müssen wir also beim Aufbau gleich noch reinmachen. Wir sehen, hier kommt der Schlauchanschluss rein und unten noch die Bohrung für den Blow-Off und eine Bohrung, wodurch wir dann den Rauch ziehen. Das entscheidende Teil bei der Sphere, das Aushängeschild von der Pfeife, ist natürlich diese Kugel hier, die in der Mitte von der Rauchsäule kommt. Das hier ist der Colorway Frosted Earth. Da gibt es aber noch viele andere. Könnt ihr euch natürlich aussuchen, wenn ihr euch die Pfeife holt. Das beiseite gelegt, kommen wir zum nächsten Teil. Wir haben hier noch einmal die Rauchsäule und hier noch ein Standard-Mundstück. So, noch eine Lage weiter unten haben wir noch einmal den Ring, der dann noch oben auf die Base kommt. Das sehen wir dann gleich beim Zusammenbau noch ein bisschen besser. Da ist auch schon der O-Ring drinne und da haben wir auch, wie gesagt, noch die Ersatzteile für. Dann haben wir hier ein Tauchrohr. An das Tauchrohr kann dann später noch der Diffusor dran geschraubt werden, wenn ihr gerne mit Diffusor rauchen wollt. Als nächstes in der Packung haben wir hier noch den Schlauchanschluss, einen Schliffanschluss, was ich sehr, sehr geil finde. Auch hier nochmal mit so einem kleinen Extranöppel, dass der Schlauch da besser dran hält. Sehr, sehr gut. Den können wir testweise schon mal hier in die Base stecken. Funktioniert auch sehr easy. Läuft alles gut. Hätte ich mir vielleicht gewünscht, dass das noch schwarz ist. Auf der anderen Seite haben wir dann hier noch den Aufsatz für die Base und dann passt das schon wieder mit den silbernen Elementen hier an der Base. Also dann ist wieder okay. Vielleicht wäre auch beides schwarz noch cool gewesen, aber so ein kleiner farblicher Akzent vielleicht gar nicht so übel. Auch mit dabei ein Kopfadapter inklusive Kopfdichtung. Sehr wichtig. Müssen wir nicht noch extra dazu kaufen. Und die letzten zwei Teile, die wir haben, sind die Sleeves, die dann auf die Rauchsäule kommen. Die sind aber leicht unterschiedlich. Wir haben einmal einen mit einem innenliegenden Ring und einmal einen mit einem außenliegenden Ring. Da gucken wir dann gleich, welcher oben und welcher unten hinkommt. So, das war alles, was im Karton drin ist. Können wir beiseite stellen, dann bauen wir die Pfeife noch auf. So, fangen wir an mit dem Aufbau. Als erstes packen wir mal die Kügelchen, die wir hier haben, in die Base. 5 Stück brauchen wir, es sind aber mehr dabei. Und dann haben wir hier noch 2 Ersatzkugeln. Muss ich ehrlich sagen, hätte ich mir gewünscht, dass das einfach 5 Ersatzkugeln sind, weil man verliert relativ selten, würde ich sagen, einzelne Kugeln. Wenn, dann kippt aus Versehen jemand alle in den Abfluss. Also da hätten es vielleicht gerade noch 3 Kugeln mehr sein dürfen und dann hätten wir ein komplettes
Wechselset gehabt. Dann nehmen wir uns hier die Base und schmeißen einfach in jedes von diesen Löchern hier eine Kugel rein. Ihr müsst übrigens alle Kugeln reinmachen, ansonsten würdet ihr Luft durch diese Löcher ziehen und das wollen wir nicht. Wir wollen ja schön Rauch aus unserem Köpfchen ziehen. Um das Ganze zu verschließen, können wir dann hier diesen extra Ring draufsetzen und jetzt können uns auch die Kugeln nicht mehr aus der Base fallen. Sind übrigens Plastikkugeln, also aus POM. Als nächstes können wir von unten das Tauchrohr in die Base schrauben und anschließend können wir die Rauchsäule von oben in die Base schrauben. Wir haben einmal ein langes Stück Gewinde und einmal ein kurzes Stück Gewinde. Das lange Stück Gewinde muss nach unten, sodass wir den Ring und die Base gleichzeitig verschrauben mit der Rauchsäule hier. So, da einmal den Ansatz finden und dann schrauben wir das Ganze einmal hier durch den Ring und in die Base und dann ist der Ring auch auf der Base befestigt. Dann müssen wir die Sleeves anbringen. Als erstes kommt das untere Sleeve drauf. Das untere Sleeve ist das mit der breiten Öffnung. Wir hätten auch noch alternativ das mit der dünnen Öffnung. Das kommt aber nach oben, weil das verschließt dann den Blow-off. Das heißt, wir nehmen diese Seite über die Rauchsäule, drücken das einmal fest. Als nächstes kommt unsere Kugel noch hier drauf, drücken die einmal fest auf den O-Ring und als letztes noch dieses Sleeve und drücken das noch auf die Kugel. Dann können wir den Teller aufsetzen. Genau die Stelle von dem Sleeve mit dem Ring hier ist dafür da, dass der Teller da schön drinnen sitzen kann. Dann kommt oben noch der Kopfadapter drauf und dann sind wir oben schon fertig. So. Dann ist der Teller fest, die Rauchsäule ist fest und die Sleeves sind fest. Und so sieht das aus bis jetzt. Unten könnt ihr noch den optionalen Diffusor anschrauben, falls ihr mit Diffusor rauchen möchtet. Dann sitzt der noch hier drauf. Und wir können noch den Schlauchanschluss in die Base stecken. Dann fehlt nur noch eins, und zwar das Aushängeschild von der Sphere. Und zwar diese Stacheln, die dann noch an die Base geschraubt werden können. Wenn wir uns die Mitte der Pfeife einmal angucken, sehen wir hier diese Bohrung. Jedes zweite von diesen Löchern hat ein Gewinde, in das wir einmal diese Stacheln reinschrauben können. Das heißt, wir fangen hier einfach an, schrauben das erste fest, überspringen wieder zwei, schrauben das nächste fest und so machen wir das einmal rundherum fürs untere Sleeve und auch fürs obere Sleeve. Dann schrauben wir hier noch den letzten Stachel fest. Die Sleeves sitzen ja auf O-Ring, das heißt, ihr könnt die drehen. Wenn ihr gerne hättet, dass die Stacheln symmetrisch zueinander hier liegen, dann könnt ihr das einfach ein bisschen drehen und dann sind wir schon fertig. Noch eine der passenden Bowl-Dichtungen drüber und dann auf die Pfeife und fertig sind wir. Das heißt, einmal von unten die Dichtung übers Tauchrohr, oben auf die Base ziehen. Das klappt am besten mit zwei Fingern, dann einmal hier runterdrücken und dann sollte das Ganze hier schön abschließen. Dann schnappen wir uns noch die Bowl und können einmal die Pfeife auf die Bowl stecken. Am besten ein bisschen anfeuchten, wenn das etwas schwieriger geht, aber bei mir ging das jetzt wunderbar. Wir sehen, da hat das alles schön abgeschlossen hier an der Base und dann sind wir fertig und haben die komplette Pfeife aufgebaut.